Aber ich glaube, wenn ich jetzt bei Odessa gleich angekommen bin, dann mache ich mir wirklich nochmal einen Kaffee. Ich meine, wir haben es ja erst 2:30. Da geht noch was. So. Und der auch gleich da. Ich bin länger nicht mehr geritten hier. Zack. Talos! Der Anführer von Megaris ist hinter Odessas Anwesen her. Und er hat eine Ehe für sie arrangiert, um es nach dem Tod ihres Vaters in die Finger zu bekommen. Aber in den Briefen steht auch, dass ein Verlierer ermordet wurde und niemand weiß wie. Obwohl bekannt ist, dass sie Söldner angeheuert hat. Es ist schwer zu sagen, ob Odessa im Unrecht ist oder nicht. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich mich da entscheiden soll. Du bist zurück? Mit guten Neuigkeiten? Lass uns erst noch Spaß haben. Warum haben wir nicht erstmal ein bisschen Spaß, bevor es ernst wird? Ich danke dir für deine Hilfe, aber ich weiß nicht. Ich dachte, da wäre was zwischen uns. Manchmal hat es sich so angefühlt, aber es war nicht genug. Ach. Konzentrieren wir uns lieber auf das Wesentliche. Harter Korb. Du hast noch mehr Söldner angeheuert? Oh, nur für kleine Aufträge hier und da. Es gibt immer irgendetwas, wobei sie hilfreich sein können. Okay, wie ist der Verehrer umgekommen? Der Mann, den du heiraten solltest, wurde ermordet. Ich... Das waren bestimmt dieselben Leute, die auch mich töten wollen. Ich weiß, was hier los ist. Nach allem, was ich fand, weiß ich jetzt, was vor sich geht. Und das wäre? Du bist jetzt Opfer, der Anführer hat recht. Ah, du bist Opfer. Du trägst keine Schuld an all dem. Du willst nur dein eigenes Leben leben. Natürlich will ich das. Ich habe nichts Falsches getan. Ich will nur einen gesunden Vater und endlich meine Reise beginnen. Deine Reise bald beginnen. Keine Angst, das wirst du bald. Ich fürchte, ich verschwende hier noch mein ganzes Leben. In kurzer Zeit kann sehr viel passieren. Glaub mir das. Also, das war's dann. Mehr gibt es jetzt nicht zu tun. Wir können jetzt Teil meiner Mannschaft werden. Oh ja! Es muss trotzdem kein Abschied sein. Komm mit auf mein Schiff. Du wärst immer an meiner Seite. Und es wäre schön, von hier wegzukommen. Schön. Was ist mit deinem Vater? Dank deiner Hilfe fühlt er sich schon sehr viel besser. Hast du keine Angst, dass ihn jemand angreifen könnte? Ich werde ein paar Leuten erzählen, was du herausgefunden hast. Solange wir die Beweise haben, ist er sicher. Dann willkommen an Bord. Cool, jetzt habe ich eine Frau an Bord. Cool. Und sogar ihren Bogen bekommen. Das ist nice. Ich kann sogar schon tragen. Oh, das ist Bo. Den hau ich weg. Und schon wieder neue Armschienen. Ja, aber alte. Weg damit. Fähigkeiten. Habe ich auch noch nicht gemacht. Ach, ich bin Level 10. Ach, geil. So, Level 10. Waffenruf. Komm, machen wir erstmal das hier. So. Heldenschlag, Anschlag, der die ganze Kraft von Leonidas Speer bündelt und im. Ich habe keine Speere. Präzise Attentat. Ich führe einen Schleichangriff mit tödlicher Präzision, der 200% Attentatschaden anreicht. Dafür muss Reichweite und Ausdruck des Konflikts sein. Bis hier, flammender Angriff. Gut gerüstet. Steckt meine Ausrüstung. Eine Schockwelle macht alle Gegner um 3 Meter benommen und richtet Schaden an. Bogenbeherrschung. Boah, wie cool, ich kann Wolf zähmen. Hätte ich das mal gemacht, verdammt. Das wäre, glaube ich, richtig cool gekommen. So, Schiff. Neue Besatzung habe ich mir für freigeschaltet. Muss man Rumpf verbessern? Kann ich? Ne, mir fehlt Holz und Eisen. Schade. Aber was macht sie denn? Schiffszustand besser und Feuerkraft durch Entdeckung gehen. Ich behalte sie erstmal. Sie ist Fame. Achso, dann muss ich bitte nochmal ins Inventar gehen. Ich habe vergessen, die Sachen auch auszurüsten, die ich noch habe. Hier zum Beispiel Level 10. Hier zum Beispiel auch nochmal Level 10.
Hier auch nochmal. Na, so lange werde ich stärker. Es lohnt sich so lange, ne? Bald. Level 10. So. Aber wie ich schon sagte, ich werde das mal eben ganz schnell an eine rauchen gehen und mir einen Kaffee anstellen. Und dann machen wir gleich in Ruhe weiter, ne? Danke, dass du Odessa und gleich mir hilfst. Kaffee ist noch nicht fertig. Aber ich will trotzdem weitermachen. Ich fühle mich schon viel besser. Da ist ein Kopfgeldjäger. Welcher ist es? Level 12. Aber wir können es probieren. Jemand will auch wieder mit schweren Schilden. Einer alleine geht ja meist. Hallo. Ja, Wolf, ich bist du auch. Bam. Hilft alle weg. Aua. Boah. Das ist schlecht. Ich habe kein Problem damit. Okay, ein zweiter. Also lassen wir das. Wo wir gehen. Hat er echt Glück gehabt. Ich hätte ihn kaputt gemacht. Passt. Vielleicht. Hoffe ich mal. Das ist gerade echt nicht so cool. Gut, schließen wir jetzt mal wieder los. Dann gucken wir mal nach der nächsten Quest. Oder erstmal, welcher Soldat das war. Was, Rang 9? Astrap ist der Verbannte. Oh, den müsste ich eigentlich kaputt machen, ganz ehrlich. Dann habe ich nämlich die ganze Rang 9 Klasse weg. Aber die sind zusammen. Und einer allein von den beiden ist schon lästig. Vorne ist Level 7er. Von deinem Kopf weg kann ich ein ganzes Jahr leben. Du entkommst nicht, Absorb. Da! Okay, der ist down. Und damit habe ich die ganze Klasse 9 durch. Die habe ich bestritten. Sehr gut. Endlich wenigstens mal ein kleiner Erfolg. Aber ich muss ihn noch suchen. Einfach verschwunden. Willkommen zurück. Neuer Söldner? Wo, oh, wer? Welcher? Ah!
Und das. Das waren 7 von 10 Soldaten, die ich besiegt habe. Bam. Damit bin ich jetzt Rang 8, Platz 4. Den kenne ich noch gar nicht. Aber die werden dann jetzt, glaube ich, ab jetzt stärker sein als ich. Ja, bist du denn? Was bist du denn? Oder? Was tut denn von mir, Mann? Komm, da ist so eine fremde Olle blöde, Alter. Greif mir mal an. Die tickt doch nicht mehr ganz sauber. Weiber. So, die Ante, die Bildhauerin, ja, gegen die habe ich hier keine Chance. Sprech mit dem Philosophen. Das können wir mal nächstes machen. Hey Ferdinand. Ja, komm her. Komm schon. Aus dem Weg. Du hast eine Nachricht an der Tafel hinterlassen. Was ist los? Eine Frau aus der Stadt versteckt einen Abtrünnigen. Was soll man nur mit solchen Verrätern und Feiglingen anstellen? Umbringen. Einfach umbringen. Töte sie beide. Ich würde beiden den Kopf abschlagen. Sie verdienen es nicht anders. Der Abtrünnige muss sterben. Dessen bin ich sicher. Aber die Frau? Es ist nicht an mir, über ihr Schicksal zu entscheiden. Der Befehlshaber der Athener sollte jedoch von diesem Verrat erfahren. Du willst, dass ich sie dem Athener Befehlshaber liefere? Ganz genau. Dein Auftrag ist mit der Übergabe erfüllt. Okay. Ich bin genau der Richtige. Ich danke dir, Söldner. Dann leb wohl. So. Machen wir. Was mir dazu einfällt, eigentlich muss ich mich auch auf gar keine Seite schlagen. Weder auf die Athener-Seite noch auf die Spartianer-Seite, weil ich bin nichts von beiden. Ich bin Söldner. Das ist mir gerade mal so eingefallen. Weil ich vorhin drüber nachgedacht habe, so, was mache ich eigentlich? Zu wem muss ich mich nicht verbinden, aber. Na nee, alles scheiße. Alles dumme Menschen. Ein Sophist wollte, dass du das bekommst. Zum richtigen Zeitpunkt. Lass mich dich bezahlen. So, na jetzt? Achso, fertig. Das ist gut. Söldner, noch was Neues? Rang 7. Gaue der Fluch der Ebene. Ja gut, aber nicht jetzt. Inventory. Level 12 Harnisch. Schwert? Ne, ein Speer. Weg. Direkt weg. So. Okay. Schauen wir mal. Hier. Wir können immer noch keine Pfeile machen. Das ist keine brennenden Pfeile. Aber da kann ich hier eine. Weiß nicht, wo ich jetzt eine Fackel herkriegen soll. Vielleicht kann ich sie ja nachts hier mal umklauen oder so. Probiere ich gleich mal aus. Wenn es mal mehr dunkel werden sollte.
komm mal rein, ich rein. Ich nehme mir rüber. Αποκρύπτει την προαίρεση αυτού εν το ενδύματι της συγκαταλεγωμένης ιστορίας προς επιδείκνυση σατανικά ψευδολογήματα αντιπληθυκών αναγνήσεων διού το τρόπος κατά προδίδωση του συμφωνήματος. Von Alcatraz. Die antike Stele schon. Hallo. Ja, das ist erst angegriffen. Ich wollte ihn nicht umbringen. Das hat er von ganz allein gemacht. Eigentlich hat er sich selber umgebracht. Tut mir wirklich leid für ihn. Mhm. Nee, weiter. Die Aufgabe erledigt habe ich nicht. Hier, guck mal. Da. Nee. Ich hab gerade mega den Orbo. Das Déjà-vu. Was man nicht sagen kann, weil ich hab's noch nie gespielt, aber. Ist hier richtig schon mal gewesen, aber bin ich nicht. Ich frage mich gerade, wie ich hier weiterkommen soll. Gerade mega dunkel, tut mir auch wirklich leid. Aber ich habe leider echt null Fackeln. Und ich gehe hier gerade den Umgang lang. Hier. Grab abgeschlossen. Ein Fähigkeitspunkt. Kriegt man automatisch da. Ganz cool. Das heißt, dann nehmen wir dann jetzt dieses, was ich schon hatte. Was wollte ich denn haben? Ach genau, die Beschwörung. Wer ist er? Bist du der einzige Kopfgeldjäger dann? Ich bin Level 8.
Warum lebt denn der? Oder wie? Diesen Kampf beleidigst du die Götter. Oh, ich werde, glaube ich, nach dem Kampf jetzt hier Feier machen. Ist egal, ich habe jetzt fast 8 Stunden. Ich muss das auch alles noch bearbeiten und so. Und das ist auch leicht. Das ist schon gerade 3 Uhr. Also wir werden den Kaffee das nutzen. Noch ein bisschen rumzubasteln an den Videos. Es wäre vorher ein bisschen voller, vor allem weil ich gerade immer ruhiger werde. Und das bringt ja auch nichts, ne? Ich werde einmal ordentlich ausrüsten und alles durchgucken. Aber da wird heute wohl nichts mehr gemacht. Die Schwerte bringen mir alle nichts. Das würde mir vielleicht sogar was bringen. Kopfhaken, der ist cool. So. Neuer Bogen, ne? Gut. Neuer Söldner. Neuer toter Söldner. Ah, kommen da mal neue jetzt, oder? Das ist krass, dass die einfach ausgewechselt werden. Tut mir leid für die. Aber gut, dann mache ich jetzt hier mal einen Schnellspeichern. Yep. Und sag dann mal danke fürs da gewesen sein und so und dann mal schauen. Morgen, übermorgen geht's dann hier ganz in Ruhe, ganz frisch weiter. Und ich vermute mal auch mit Assassin's Creed dann. Und dann wünsche ich eine gute Nacht und ein schönes Restwochenende.